Ausgerechnet das beschauliche, wenngleich etwas langweilige Bundesland Saarland sorgt für einen politischen Wirbelsturm. Die Frankfurter Rundschau schreibt unter anderem: Aufruhr in der Lokalpolitik. Im Saarland treten die Grünen für die AfD an. Na, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum und weshalb es gleich zwei grüne Politiker gibt, das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Herzlich willkommen bei Warum von Kritisch, mein Name ist Lil. Schön, dass du Zeit für ein neues Video hast. Apropos Video, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Video schon fertig abgedreht, geschnitten, liegt auch schon auf der Plattform YouTube und da kam gerade diese Meldung rein. Und habe gedacht, nein, das bringe ich doch mal als erstes. Die Frankfurter Rundschau schreibt, die Grünen-Fraktion in Völklingen steht vor dem Aus. Denn jetzt wechseln zwei Parteimitglieder der Grünen zur AfD. Die Stadtratsfraktion fordert den sofortigen Rücktritt. Zwei Lokalpolitiker der saarländischen Grünen sollen kurz vor den Kommunalwahlen im Juni diesen Jahres für eine andere Partei kandidieren und ausgerechnet für die AfD, so schreibt es die Frankfurter Rundschau. Den ungewöhnlichen Parteiwechsel begründet unter anderem Dr. Gerold Fischer, Mitglied der Grünen-Fraktion im Völklinger Stadtrat, mit seiner Kritik an den von der Grünen Bundestagsfraktion mitgetragenen Waffenlieferung an die Ukraine. Ihr seht, das, was auf Bundesebene die Grünen hier zu verantworten hat tatsächlich Auswirkungen auf die Lokalpolitik. Ebenfalls zur AfD wechselt der langjährige Lokalpolitiker Wolfgang Lorenz. Und die Grünen berichten von schwieriger Zusammenarbeit in der Vergangenheit, gerade sowohl mit Dr. Fischer als auch mit Wolfgang Lorenz. Die AfD, so sagt es Dr. Fischer, sei die einzige Partei, die sich gegen Waffenlieferung an die Ukraine ausspreche. Diese Haltung habe er in keinem anderen Parteiprogramm gefunden. Okay, BSW, Sarah Wagenknecht sind, glaube ich, auch gegen die Waffenlieferung der Ukraine, aber die haben ja noch nicht mal ein Wahlprogramm aufgestellt, ne? Er sei vor mehr als 40 Jahren der Partei der Grünen beigetreten, als diese in ihrer friedbewegten Zeit sich befunden haben soll, so Fischer gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Mitglied im Völklinger Stadtrat ist er aber weiterhin geblieben. Die AfD soll im Übrigen diesem Ex-Grünen und wohl auch dem anderen, Herrn Lorenz, für die anstehenden Wahlen Listenplätze versprochen haben. Dr. Fischer soll hier den Listenplatz 3 bekommen. Da ist natürlich die Frage, ob Fischer tatsächlich aus politischer Überzeugung sich der AfD zuwendet oder eher aus Machtgründen. Können wir natürlich nur mutmaßen. Er sagt allerdings weiter, Themen wie Ökologie, Gewaltfreiheit und Basisdemokratie stünden auch nach einem Parteiwechsel im Zentrum seiner Politik. Bei seinem Parteiwechsel gehe es ausschließlich um eine lokalpolitische Entscheidung, denn die Bundes-AfD unterstützt er nicht. Das ist ja schon mal sehr interessant, oder? Und inwieweit natürlich das Thema Basisdemokratie innerhalb der AfD ein wichtiges Thema ist, das weiß man natürlich nicht, ne? Können wir keine Aussage drüber machen. Die AfD sei aber nicht gerade als friedensbewegte Partei bekannt, sagte das Grünen-Stadtratsmitglied Ursula Mayer. Fischer sei dazu aufgefordert, die Stadtratsfraktion zu verlassen. Der aber geht davon aus, dass er, wie gesagt, noch die aktuelle Legislaturperiode vollenden könnte und im Amt bleiben könnte. Von Lorenz gab es tatsächlich bisher keinerlei Stellungnahme bezüglich seiner Kandidatur für die AfD und er ist auch noch Mitglied bei den Grünen. Ursula Mayer von den Grünen gab jedoch zu bedenken, dass keine weitere Zusammenarbeit eben auch mit Wolfgang Lorenz möglich sei, denn die AfD sei eine rechtsextreme Partei, deren Positionen mit den Werten der Grünen unvereinbar sind. Ein Parteiausschlussverfahren gegen Lorenz sei deshalb bereits eingeleitet worden. Die Ortsratsfraktion der Grünen in Völklingen wurde dementsprechend auch aufgelöst. Jetzt muss man natürlich vielleicht die ein oder andere Sachlage hier noch erwähnen. Es gab in der Vergangenheit durchaus schon mal Tuchfühlung einer ehemaligen Grünen-Politikerin mit der AfD. Und zwar handelt es sich hier
um die Gründerin der Grünen in Sachsen, das ist Antje Hermenau. Sie war maßgeblich und sehr bekannte Grünenpolitikerin und sie trat zum einen 2014 aus der Partei aus, weil damals die Grünen in Sachsen eine Koalition mit der CDU ablehnten. Und dann erhielt sie nochmal ordentliche Kritik 2 Jahre später, und zwar im Jahr 2016. Denn da erdreistete sich Frau Hermenau doch tatsächlich, ihr Buch bei einem AfD-Stammtisch vorzustellen. Sie war zwar gar keine Grünen-Politikerin mehr und auch gar kein Mitglied mehr, aber es hagelte ordentliche Kritik von ihren ehemaligen Parteigenossen. Das muss man ganz klar einfach mal hier so feststellen. Also es ist immer das Thema der Kontaktschuld, AfD und Grüne, AfD und andere. Und dabei ist es doch so, dass die Brandmauer auf kommunaler Ebene doch schon mehrfach eingerissen wurde. Ne? Denn auf kommunaler Ebene kann man durchaus feststellen und auch nachlesen, dass hier teilweise die Grünen mit den AfD-Leuten ziemlich gute Politik halt eben auch betreiben. Und von daher ist das vielleicht alles ein bisschen sehr hochgeschaukelt, oder? Wie seht ihr das? Interessanterweise ist natürlich auch zu betrachten, dass dieser grünen Politiker Fischer die Bundestagsfraktion der AfD nicht unterstützt. Was wir ebenfalls noch beachten müssen, ist folgender Sachverhalt. Es gibt sehr viele grüne Wähler, ehemalige grüne Wähler und auch ehemalige grüne Mitglieder, die sich aufgrund der Politik auf Bundesebene von den Grünen abgewandt haben. Denn insbesondere die Politiker aus der Grünen Partei, Lisa Paus, Robert Habeck und natürlich auch Annalena Baerbock, Ricarda Lang muss man gar nicht erstmal hier erwähnen, deren Politik von Baerbock, Paus und von Habeck, die hat tatsächlich nicht bei allen grünen Wählern und Mitgliedern vollste Zustimmung erfahren. Und es sind sehr viele Mitglieder bei den Grünen ausgetreten. Okay, es gab auch wieder Neueintritte, gar keine Frage. Aber diese ehemaligen grünen Wähler, die wählen jetzt nicht nur die SPD oder die Linke, weit gefehlt. Man wendet sich tatsächlich verstärkt sehr konservativen Parteien zu. Die CDU, die AfD und auch die Freiwilligen Wähler aus Bayern. Werteunion ist ja noch nicht angetreten. Ob die tatsächlich auch ehemalige Grünen-Mitglieder einkassieren können mit ihren Stimmen, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber von daher ist es sicherlich durchaus schon bemerkenswert, wie stark die bundespolitische Agitation verschiedener Grünen-Politiker hier Auswirkungen hat auf lokale Stadtratspolitik. Wir werden natürlich möglicherweise auch von unserer Seite her die kommenden Kommunalwahlen im Saarland etwas genauer betrachten und beobachten, inwieweit sich die dortigen Saarländer überhaupt entscheiden werden. Werden sie möglicherweise die Grünen komplett abstrafen oder werden sie vielleicht auch die AfD abstrafen, dass diese nun ehemalige Grünen-Politiker in ihren Reihen vereint? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch bis zum nächsten Video, was ja demnächst auch hochgeladen wird, eine gute Zeit. Tschüss, eure Lynn.